Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Medieval Dynasty zu einer weiteren Folge mit dem guten Bunny und ich gehe mal raus und heute werde ich die Werkstatt aufmöbeln. Also, warten wir mal auf den Bunny. Wolle hat Schnee bestellt. Jawohl. Hallo Community von Bunny und hallo Bunny. Ups, ich wollte dich mit. Hallo, liebe Roller und liebe Community. So, ich wollte gerade nicht mit dem Brüssel ins Gesicht fallen. So, wie sieht's aus? Ich muss an meiner Holde anwendeln. Ja, mach's mal hat klar. Einen riesen Vorsprung. Ja. Das nochmal. Achso. Ach, das ist die Werkstatt, stimmt. Das ist ja. Das ist hier gar nicht. Biting, cold. Ja, was hast du denn? Irgendwie schon eine Fackel bauen, damit mir. Oh, Mist. Ich kann gerade bei ihr nicht weiter graben. Also irgendwie. Hast du dich verbuddelt? Sieht so aus. Verbaggert. Die ist irgendwie sehr stur dickköpfig. Keine Ahnung. Sie ist dickköpfige ausgesucht. Ja, wollen wir unser Ziel nochmal angehen? Nachdem wir ja letztens in der letzten Folge kläglich gescheitert sind. Ja, Moment, ich mach nur kurz die Werkstatt hier aufstellen. Wir haben keine Stämme mehr. Achso, bist du gerade am Upgraden, ja? Jo. Die Werkstatt auf Stufe 2 bringen. Sehr schön. Oh, meiner fehlt. Was ist mit ihm los? Ja, einer nämlich auch. Wir müssten vielleicht nochmal nach Dings rüber und uns was zum Umhängen holen. So. Stufe 2 Werkstatt ist fertig. Sehr schön. Ich laufe auch schon mit einer Fackel am helllichten Tag rum, damit meine Mütze kalt ist. Wir haben ja ganz schön viele Hähne. Ich glaube, wir sollten mal welche verkaufen. Na, mach mal. Ich habe ja hab die ja letztens nicht verkauft, weil das noch junge waren. Und wenn die ausgewachsen sind. Ach, jetzt sind sie ausgewachsen, okay. Dann Hause weg. Ja, welche sind denn nicht? Die 05er? Ich kann nicht gucken heute. Da steht der Alter steht da dabei. Ja, aber wie verkaufe ich denn die? Draufklicken. Und da müsste irgendwo unten dabei stehen, was wie du die verkaufst. Mann. Nö. Ich probier du mal, also ich hab's jetzt nicht hingekriegt. Haltung. Ja. Ach, die sind noch gar nicht ausgewachsen, oder was? Ne, die sind noch gar nicht ausgewachsen, die drei Hähne. Lass die hier runterkillen. Lass uns los. Ein Männchen ist Küken. Ja. Dann wollen wir nochmal auf die Zofka und uns noch was zum Umhängen suchen. Falls noch Kohle haben. Ich denke nicht, dass wir uns das leisten können. Ich habe 800. Wie viel hast du? Hier sind auch noch 870 drin. Dann pack die mal ein. Dann habe ich 936. Ich denke nicht, dass wir dafür was kriegen, aber wir können ja mal gucken. Schauen wir mal, wie der Franzl so schön gesagt hat.
Vielleicht müssen wir wahrscheinlich bald auch mal gucken, was die Häusler sagen, unsere Gebäude, vielleicht wegen Kaputtheit und so. Müssen wir auch noch mal gucken, später. Ach, wir müssen unseren Soll zahlen diesen Monat, kann das sein? Dieses Jahr? Nö. Nö? Aber da ist so ein Ausrufzeichen. Ach, das ist das Brett, ne? Auftragsbrett. Ja. Brett. Ja. Das ist nur, dass da neue Aufträge dran sind. Und so. Ja, wo sind sie denn? Sind wir zu früh? Nee. Nee, sind alle da. Ich wusste gleich falsche Richtung. $825, eine einfache Tunika. Was haben wir gerade an? Nur ein Hemd. Ja, gut, okay, das werden 2% mehr Kälteschutz. Aber ich weiß nicht, ob 2% reichen. Oh, das wäre natürlich geil. Filzweste. 13% Kälteschutz. Oh, das ist nicht schlecht. Aber weißt du, was ich nehmen werde? Obwohl, dann hast du keine Mütze, Opa. Ein kleiner Stock wird am... eine Gurgel. Also das ist irgendwie so ein Umhang, weißt du? Obenrum, um Hals und so. Mhm. Eine Gurgel mit Pelzkapuze, das wäre natürlich Opti. Aber die normale Gurgel kostet... 465. Aber dann hast du, glaube ich, keine Mütze auf, soweit ich das weiß. How can I help you? Kannst du auch mal kicken, Price is so low, you don't need to hug him. Goodbye. I don't feel you have returned. I've got everything you need. Obwohl, was anders, was ich brauche. Die Kapuze hier drüben aber extra ist. 1900 Rubel mit Kapuze. Ja, dat, aber die Gurgel mit Kapuze, das wäre schon optimal, glaube ich. Mhm, wäre cool, wenn wir sowas finden würden. Was haben wir denn an plus 2, plus 4 und ihr habt nur plus 5, plus 8. Kurz, Emily ist eh zu teuer. Also wir könnten das Hemd upgraden, vielleicht auch die Hose. Also die Google hat plus 11 Kälteschutz mehr als wir haben. Die was? Die Google. Die hat 7 mehr. Und kostet nur 465. Der hat Hitzeschutz auch weniger, aber das macht ja nichts. Die hätte ich fast genommen. Welche hast du jetzt genommen? Nein, ich hab noch ja nicht genommen. Our King will go down in history as the most forgettable. Aus meiner Sicht auch, die Gurgel ist am besten. Ja. Soll ich direkt zweimal nehmen? Kannst du mal, wenn du... So. Okay, ich schmeiß dir eine mal raus. So cold. We learn from root signs. Ich kann dir eine Hand ausrüsten und dir ablegen. It's biting cold. Mir ist immer noch kalt. Geht aber gerade zurück. Ist tatsächlich noch nicht genug. Dann müssen wir nochmal überlegen, vielleicht das Hemd auszutauschen. Warte mal, ich guck mal. Ja, aber da reicht unser Geld, glaube ich, nicht mehr, wa? It sure is frosty. Mm-hmm.
Warte mal, vielleicht können wir die Hose upgraden. Ja, ich habe ja schon eine lange Box. Ach, du hast schon eine... Ich habe keine lange Box. Du hast doch einen an, oder? Normale Hose habe ich an. Ne, ich habe auch nur eine normale. Ja, ich habe auch nur eine normale, stimmt. Bei der Hose mit Manschetten würden wir nochmal 2 Kälteschutz drauf bekommen. Ja. Aber 720. Eieiei. Ja, dann reicht's nur für eine. Warte mal, was ist denn das hier? Kniehose. Kniehose. Ein Leinenhemd. Ja, also egal, was wir machen. Ich würde ja sparen auf Unika. Filzwest. Goodbye. Auf die Filzweste würde ich für uns sparen. It's you again. Whatever you need. Guck mal, ob ich das kaufen kann. Guck mal, Apfelwein, 5-mal. Und ich will ja 350 Münzen. Ich hab da auch ein bisschen was im Inventar. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich. Ich hab doch die Pelzschuhe noch bei. Vielleicht reicht es. Boah, die Eisenarmbrust. 755 Münzen nochmal. Hat er doch noch. Warte mal. Oh, der Zechchen bringt schon 90. Oh. Was? Aber. See you around. Habe ich schon wieder 1111 Münzen. Schnapszahl, ich muss eine Runde geben. Ach, du bist da im Dingens drin. Okay. Was bin ich? Du bist da noch am gucken. Bei ihr, ja. Hm? Jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Hast du schon was geholt? Nee. Wie viel hast du jetzt zusammen? 1111. Also Stiefel hatten wir ja. Was ist mit der Filzweste? Guck mal, die Filzweste, aber die kostet 1600, alles klar. Die steppte Weste kostet noch mehr. Ja, kannst dir doch eigentlich die Hose mit Manschetten kaufen, dann kann ich mir die auch holen. Ja, aber wie viel würden die dir jetzt fehlen dafür? Nix. Wie, hast du noch Geld? Ich hab die gerade verkauft. Okay. Hey! Wer, so. Was hast du dir jetzt gekauft? Die Hose da. Die Hose mit Manschetten. So, jetzt guck ich mal. Scheint mir nicht mehr zu kalt zu sein. Have you ever wondered what a world without kings would look like? Reicht das vom Kälteschutz? Also ich muss jetzt nichts mehr, keine Fackel mehr rausholen. Doch, jetzt schon wieder. Aber richtig, ey. Was soll denn das? Haben die das nochmal verstärkt? Also. Bei dir auch, ne? Ja. Ist jetzt wieder weg, wenn ich da neben dir stehe? Ich bin gleich tot! Ich stehe extra neben dir wegen der Fackel. Living in a smaller village. Das macht nichts. Ich hab 1 Millimeter noch als Strich. Echt? Aber wenn ich hier gleich umkippe, dann weißt du warum. Ist ja blöd. Lass vielleicht mal nach Hause gehen. Vielleicht können wir da noch irgendwas bauen oder so. Und Klamotten. Dass wir da vielleicht da noch was zusammenkriegen. Du wirst auf keinen Fall durch Wasser gehen wollen. Okay, hinten über der Brücke. Ja, genau.
Das ist ja mal krass, ne? Da haben die ordentlich zugelegt. Ja. Okay. Die Richtung. Ja, haben sie wieder in der falsche Richtung gedreht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kalt ist zwar schön gut, ne, aber wir sind jetzt auch schon die halbe Folge dran, uns wieder warm zu kriegen. Ne? Ich weiß auch ja nicht, wie ich mich hochheilen soll. Ich habe kein breitwillig oder irgendwas. Ich kann dir noch einen Trank geben. Oder warte mal, habe ich vielleicht auch noch? Aber ich glaube, den Träger habe ich gerade verkauft. Mann, das Scrollen funktioniert auch wieder nicht, Leute. Geh mal aufs Essenssymbol. Ich hab mich gerade schön vergiftet. Ist grad, bin ich direkt vor deiner Rede gerade gestorben, was? Ich hab's gehört, nur ich wollte gerade einen Heiltrank rausschmeißen. Sie haben's mal wieder schwerer gepatcht. Herzlichen ja. Glückwunsch dafür, habt ihr schon wieder in eine falsche Richtung gepatcht, Leute. Mann. Ja. Man kann auch übertreiben. Man kann echt übertreiben. Manche Sachen, ja. Haben sie wieder auf die ganzen Hardcore-Spieler gehört, wisst ihr? Unglaublich. Es kann aber auch nur sein, dass jetzt hier wahrscheinlich so ein Wintersturm ist oder so ein richtiger Wintereinbruch ist, dass es deswegen halt kälter ist, ne? Aber du hast doch am Anfang nicht die Chance, die Sachen zu holen. Das finde ich ein bisschen... Ja, okay, wenn wir jetzt die letzten Tage reingehauen hätten mit Zeugs bauen und so was alles, dann hätten wir es vielleicht gehabt, aber... Es ist trotzdem viel. Wo bin ich denn hier? Ja, aber kann ja nicht sein, dass du denn dich um nichts anderes mehr kümmern kannst, wie dich selber warm zu kriegen. Also, ja. Weil das ist wirklich Blödsinn. You know, I'm something of a village head myself. Na, zur Not können wir noch die Zinn und Kupfer, Bronze und sowas verkaufen. Aber irgendwann brauchen wir das halt auch, ne? Richtig. Für mich hat es schon wieder sich gerade in eine falsche Richtung entwickelt, das Game. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob sich da irgendwas die letzten Tage großartig getan hat an Dings. Also warte, hier haben wir 49 Bronzebarren drin im Lager. Und da hatten wir auch nochmal um die 40 oder so was. Hier drin? 18, okay. Aber deswegen habe ich auch geguckt nach den Häusern, weißt du, weil du da auch ab und zu mal so Sachen findest. Also ich hatte das damals im Stream, da habe ich meine ganzen Klamotten alle nur durch diese Wohnungen da, die leerstehenden Gebäude gefunden und die und sonstiges. Mhm. Find's trotzdem übertrieben gerade. Ja, hatte bisschen besser machen müssten, so zumindest, dass man sich schneller die sag mal schnell die Sachen leisten also kann. Ich starbe einfach gleich wieder. Es ist einfach, Leute, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber das ist Quatsch. Was ist denn jetzt die Schneiderei eigentlich hier? Man nicht einen Schneider hier. Hört auf, vor, das oder? Spiel für Hardcore-Gamer zu entwickeln, verdammte Scheiße. Could you give me some directions on what I should do?
Ja, die Hose mit Manschetten hätten wir uns selber bauen können. Eventuell. Hast du noch Breitwegerich in der Tasche, Wolle? Ich kann dir Heiltränke geben. Guck mal zur Schnatterei, dann tue ich dir die hier ins, ins Lager. Hab ich in die Kiste getan. Ich habe dreimal Stufe 3er. Wo hast du das drin gepackt? Hier beim Schneider. Hinterm Materiallager sozusagen. Recht da, hier, genau. Warte, du warst richtig. Hier ins Lager. Boah, wir könnten noch Leinenhemden bauen, wenn wir Leinengewebe und Leinengarn haben. Ich geh mal gucken. Leinen. Nee, gar nichts. Ja, dann können wir da nicht bauen. Ja, dann mal merken für nächste Saison, gucken, dass wir irgendwie an Leinensachen kommen. Also an Leinengarn und so weiter. Dann können wir die Sachen nämlich selber bauen fürs nächste Mal. I don't feel my fingers. Hast du noch eine Fackel oder brauchst du noch eine? Nee, ich hab eine Fackel. Das Essen ist übrigens auch nicht mehr so nahrhaft. Nee, das habe ich auch gemerkt. Ich habe 3 Rühreier gegessen, also 3 oder 4 Teller oder 5. Das tut mir leid, aber das ist einfach nur schon wieder eine absolut falsche Entwicklung, die sie da angehen. Ja, ich finde das in so Survival-Spielen, finde ich das eigentlich schade, dass man, dass du da so viel fressen musst, was eigentlich gar nicht das überproportioniert, was du fressen musst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, wenn du jetzt in Wirklichkeit bist, du frisst doch keine 5 Teller, 5 Teller Rühreier, da stirbst du doch. Richtig. Vor lauter. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum sie das nicht auf die Kette kriegen, das mal ordentlich zu machen. Weil ich finde, aus meiner Sicht entwickelt sich sowas, wenn man einfach zu viel zu sich nehmen muss, in eine falsche Richtung. Das ist aber in jedem Survival-Game so. Das finde ich gerade das Komische daran. Dass das in keinem Survival-Game, wo du sagen kannst, ja, so ist was richtig. Weißt du, morgens isst du was, mittags isst du was und abends essen. Was Deftiges. Hm. Weißt du, dass er dann vielleicht mal einmal mehr essen muss, wenn das halt nicht so deftig ist, aber du, wenn sie das so machen würden, dass du 3 Mahlzeiten isst, das ist doch okay. Ja, also 3-4 Mahlzeiten wäre okay. Hat keiner was dagegen, don't aber feel my fingers. Wenn du in Survival Games nur damit beschäftigt dich am Leben zu halten, dann macht das ganze Spiel keinen Sinn. Ja. Aber da seid ihr natürlich als Zuschauer auch gefragt, da gerne mal mitzuwirken und mal eure Meinung zu teilen, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich finde, dass man in so einem Spiel einfach genau den Kompromiss schaffen muss, zwischen Survival und dem, was das Spiel ja da geben soll. Also, wir wollen euch ja auch unterhalten und nicht ständig dabei sein, zu gucken, dass wir nie jede Minute sterben. Also, das macht doch keinen Sinn. Es gibt Hardcore-Spieler, die auf so eine Scheiße stehen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber aber dafür gibt es ja die Schwierigkeitseinstellung, ne? Ich finde, dass das in Medieval Dynasty nichts zu suchen hat. Das macht das ganze Game aus meiner Sicht kaputt. Denn dieses Spiel ist kein Spiel, was aus meiner Sicht
ein Hardcore-Survival-Spiel ist, sondern da geht es darum, auch mit der eigenen Bevölkerung zu interagieren, mit den anderen Dörfern zu agieren, ein kleines Dorf aufzubauen mit Gemütlichkeit und nicht sich ständig drum Sorgen zu machen, dass man jede Minute abklappt. Also tut mir leid, das gehört einfach nicht in dieses Spiel. Nicht im Ansatz. Da können sich ja mal die Zuschauer mal Bescheid geben, wie die das so finden. Also eine gewisse Schwierigkeit gehört schon dazu, das auf jeden Fall, ja, ne? Das genau. Sagen wir, weil wenden wir nicht ab. Also es gehört schon was dazu, dass man da eventuell sich mal um die Wärme kümmert und sowas, das ist klar. Ja. Aber dann muss man das auch so machen, dass es erschwinglich ist und dass man das auch schnell genug erreichen kann. Zumindest etwas wärmer. Also wir haben ja jetzt, was haben wir an? Wir haben drei Lagen an oder so und uns ist es immer noch so kalt wie vorher. Ja. Ja, das ist als wenn wir jetzt ja nicht. Und vor allen Dingen sind wir schon geskillt voll. Ja. Also daran seht ihr schon, dass das in eine falsche Richtung geht. Also das ist mal. Ich gerade so viel riech, dass ich. Ja. Dass man das Zeug hier alles weglegen muss. So, jetzt haben wir die ganze Folge über gekämpft, damit wir was Warmes haben und sind immer noch kälter als vorher. Und jetzt haben wir nichts geschafft. Außer die Werkstatt Stufe 2 zu bringen. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, was können wir dann bauen, damit wir Kohle kriegen. Also wir können die Bronze verkaufen. Aber es ist ja auch blöd, dass wir alles verkaufen müssen. Also die Bronze brauchen wir sowieso jetzt erstmal noch nicht. Das sind 150 pro Barren, so wie es aussieht. Und wir haben 49. Ich guck mal, ob ich mal an meiner noch rumkramen kann. Wie er immer noch friert, ihr könnt echt brechen. Ich gehe nochmal ins Dorf. Ach, die werden nicht wach sein, ne? Nee, das ist schon zu spät. Na, 2:11 Uhr, dann Fackeln der einfach verballert. I need more cloves or some fire. Ah, kriegst du jetzt, Mann. Ah, halt. Mal gucken, ob es in der Hütte warm genug ist, weil normalerweise müsste es da warm genug drin sein. Also in der Hütte friert's gar nicht. Okay. Hier braucht man Lämpchen drin. Ja, was machen wir noch? Für mich ist sowas ein absoluter Overkill, was sie da wieder reingepatcht haben. Ja, wenn die das alles so schlecht schlimm gemacht haben, also das war doch beim letzten Mal, im letzten Winter doch nicht so, da war doch nicht so derbe gefroren. Nee. Also für mich ist es wirklich ein Overkill. Also wirklich, ich habe, wie gesagt, schon bei zwei Let's Plays die Reißleine gezogen.
weil sie das einfach in eine falsche Richtung entwickeln. Und für mich ist das so als Let's Player. Komm mal näher ans Feuer. Für mich ist das so als Let's Player, dass das für mich auch wirklich ein Grund ist, einen Let's Play zu beenden. Ja, ist bei mir auch wenn, so. Wenn nämlich die Waage einfach nicht mehr stimmt. Ja, ich habe ja jetzt auch Sengoku erstmal pausiert, weil er das mit dem der krasse Bug mit dem Lager halt ist. Hm. Auch alles verschwindet. Oh, lass uns mal abmoderieren. Jo. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So, trotz dass ein kleines Gemeckere hier und sowas erwähnt, hoffe ich, ihr habt es hat euch trotzdem noch gefallen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ja, gebt mal eure Meinung. Vielleicht spielt ihr das auch und euch nervt es vielleicht auch. Meldet euch mal, vielleicht schreibe ich dann mal im Discord einen Sammelstreet oder sowas und dann können wir mal gucken. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen trotzdem, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.